150 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Eschwege. Impressionen von der 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Eschwege. Das Familienfest am Sonntag, das insbesondere für die Kleinen viele tolle Aktionen bereithielt, lud zum Verweilen bei der 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Eschwege ein. Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Eschwege haben wir am Freitag eine HR3-Clip-Party veranstaltet, zu der ca. 1200 Gäste kamen. Gestern Abend, am Samstag, hatten wir die Delegados auf ihrer Abschiedstournee begleitet. Und heute, am Sonntagnachmittag, haben wir hier auf dem Wärtchen einen Familien- und Kindernachmittag veranstaltet. Das andere Bein noch. Versuchen wir uns den Körper zu kommen. Das sind die Rutsche. Halte ich den Teil nicht um an Seite. Die Feuerwehr besteht aus der Einsatzabteilung der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr sind im Alter von 10 bis 17 Jahren. Und die meisten Mitglieder der Einsatzabteilung kommen aus der Jugendfeuerwehr. Das ist ein Problem für uns geworden, unsere Nachwuchswerbung. Das heißt also nicht nur wir, die Feuerwehr Eschwege, sondern die Feuerwehren generell haben sich darum bemüht, auch Kinder unter 10 Jahren in die Feuerwehr zu bekommen. Der Gesetzgeber hat vor einigen Jahren darauf reagiert. Und so ist die Möglichkeit geschaffen worden, nunmehr auch Kinderfeuerwehren ins Leben zu rufen. Dem haben wir auch Rechnung getragen. Wir haben in Eschwege Die Löschzwerge im Alter von 6 bis 10 Jahren werden spielerisch auf den Feuerwehrdienst vorbereitet. Sie üben ganz normal spielen, basteln, aber auch in Richtung Feuerwehrtätigkeiten. Und um das zu unterstützen, haben wir schon vor vielen Jahren einen Mini-Löschzug gebaut, das heißt 3 Löschfahrzeuge, wo man also richtig mit Wasser üben kann. Eine Drehleiter und ein Löschgruppenfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug. Das sind Gerätschaften, wo man Kinder auf den Jugendfeuerwehrdienst und auf den Dienst in der Einsatzabteilung vorbereitet. Ein ganz besonders stolzer Tag war es für die Löschzwerge, die hier ihr Können vor einem großen Publikum zeigen konnten. Wasserdruck reicht fast an die Einsatzfahrzeuge der Erwachsenen heran, mit denen diese im Ernstfall ausrücken. Vater, halt! So, wenn Kinder jetzt mal spritzen möchten, einfach mal hier vorne kommen. Die AOK Hessen ist als regionaler Anbieter von Gesundheitsleistungen sehr gerne hier beim 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr in Eschwege vertreten. Die AOK Hessen bietet sehr gute Bonus- und Wahltarifleistungen an, ganz aktuell, zum Beispiel den Kinderbonus. In dem Fall kann man als AOK-Versicherter für ein neugeborenes Kind bis zu 5.000 Euro bis zum 18. Lebensjahr ansammeln, wenn man bestimmte Gesundheitsvorsorgeleistungen und Vorsorgemaßnahmen in einem Bonusheft bescheinigen lässt. Wir sind von der Eschweger Jugendfeuerwehr und machen das freiwillig. Ja, ich bin Erik und ich mache meistens eher so Gruppenführer oder Angriffstrupp. Ich bin Noah, ich mache meistens Maschinist oder Melder. Wir fahren halt öfters mit den großen Fahrzeugen raus und üben für
für zum Beispiel den Bundeswettbewerb oder einen richtigen Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Eschwege ist ganz besonders wichtig für das Gemeinwesen in unserer Stadt. Durch ihre ehrenamtliche Arbeit sorgt sie dafür, dass wir unbescholtenen Bürger des Nachts sicher schlafen können. Und dann so ein Jubiläumsfest einfach aus dem Nichts zu zaubern, das ist wirklich fantastisch. Das geht nur, wenn viele, viele ehrenamtliche Helfer viele Stunden leisten und das nicht ohne zu fragen und einfach nur drauf los. Ich muss sagen, ich finde das wirklich fantastisch. Und als Bürgermeister dieser Stadt bin mächtig stolz auf unsere Feuerwehr. So, ich hoffe, unser kleiner Bericht hat Ihnen gefallen. Wenn Sie noch mehr sehen, hören, erleben wollen aus unserem Werra-Meißner-Kreis, dann schauen Sie doch einfach auf www.markt-spiegel-online.de. Hier finden Sie immer die aktuellen News aus unserer Region. Tschüss!